Servus Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Ja, Leute, wie ihr gerade gesehen habt, der Schnee ist schon da. Jetzt hat es aber aufgehört zu schneien. Es liegt aber Gott sei Dank Schnee noch da. Ja, Leute, der Winter kommt wirklich und somit kommt das winterliche Q&A von Cool Cooper Alex. Ich habe euch auf YouTube aufgefordert, auf meinem Kanal, dass ihr unter einem Video Fragen für ein Q&A schreibt. Und ja, die Haare sind mal wieder gemacht. Drum, Leute, wundert euch nicht. Es ist auf jeden Fall richtig, meine Haare sind immer geil. So, meine Haare sehen jetzt noch beschissener aus als vorher. Aber Leute, so kann man noch auf jeden Fall ein Q&A beginnen. Ich möchte aber noch ganz kurz, bevor das Q&A startet, möchte ich noch mich ganz kurz nochmal bei dem lieben David bedanken. Denn der hat sich im letzten Fortnite-Stream, hat er mir 5 Euro gespendet. Vielen Dank auf jeden Fall für die 5 Euro, hat mich wirklich mega gefreut. Du warst der Erste, der mir gespendet hat, das bedeutet mir wirklich sehr viel und 5 Euro sind schon ziemlich viel. Lief. Ja, und jetzt geht's los mit dem eigentlichen Q&A. Bei manchen Fragen habe ich mir so manchmal gedacht, Leute, wie kindisch seid ihr denn bitte? Wisst ihr, das sind so, ich will jetzt hier keinen beleidigen, und schreiben so Fragen rein, wo sie die Wörter nicht mal wissen, was das so wirklich bedeutet, schreiben die Fragen so rein und dann, wenn ich das so in ein Video packe, schaut mal, der hat das beantwortet. Aber es sind auch wirklich interessante Fragen gestellt worden, die ich jetzt heute beantworten werde. Emmerich FDEV schreibt, seit wann machst du YouTube? Ich mache YouTube seit dem 24.08.2016. Das bedeutet, das sind jetzt eigentlich schon mehr als 2 Jahre. Wallet Makadme, tut mir leid, falls ich dich falsch ausgesprochen habe. Ich trage auch eine Brille. Auch geschrieben, warum tragst du jetzt eine Brille? Ja, diese Frage ist eigentlich simpel zu beantworten. Ja, es ist einfach so, Leute, wenn man eine Sehschwäche hat, dann braucht man einfach eine Brille. Und ich sehe halt auf die Weite nichts. Das bedeutet, ich kann normal lesen, aber wenn ich nach vorne schaue, eben an die Tafel zum Beispiel, kann ich das nicht mehr gut sehen. Aber ich habe Gott sei Dank nicht viel Dioptrien, also ich sehe auch so noch ganz gut. Aber es ist einfach für die Augen besser, wenn man eine Brille hat. Fucking Eagles schreibt, Bruder, wann wird sich PS4 gegönnt? Und zudem muss ich sagen, ich bin nicht so ein riesiger Fan eigentlich von PlayStation oder Xbox. Wir haben so einen riesigen Fernseher, wo das natürlich richtig geil wäre mit 4K. Aber ich muss zugeben, ich spiele auf dem PC viel, viel lieber als auf so eine PS4 oder Xbox. Wenn ich mir überhaupt mal, weiß ich nicht, dann die PS5 oder so, wann die dann draußen ist, wenn GTA 6 rauskommt, das muss ich einfach als Erster haben und dann kaufe ich mir halt die PS5, wenn die dann schon draußen ist, oder die PS4 oder keine Ahnung, was dann da noch gibt. Aber wenn GTA 6 auf dem PC rauskommt, werde ich es auf jeden Fall auf dem PC spielen, weil ich es finde einfach besser. Schofield schreibt, welche Farbe magst du mehr? Braun oder blau? Tatsächlich mag ich blau mehr. Hashtag nice to sweet you 12 schreibt, ich werde mich mit dir in YouTube bekämpfen und glorreich siegen. Name Bibis Beauty Palace. Ja, Leute, das ist übrigens auch der Erik, der mit mir im Fortnite-Livestream gespielt hat. Auf jeden Fall richtig korrekt. Und ich finde es auch super, dass Bibis Beauty Palace gegen mich kämpft. Das würde ich auf jeden Fall feiern, weil dann würde ich ungefähr 1 Million Abonnenten bekommen, weil das Beef dann mega eskaliert. Schofield fragt auch noch, wie findest du die Blau-Türkise-Schwarz-Politik in Österreich? Und das wurde, so eine ähnliche Frage wurde mir letztens in meinem letzten Q&A auch schon gestellt. Dazu möchte ich aber sagen, ich beantworte keine Politikfragen, da, wie gesagt, ich eine eigene Meinung habe, die aber nicht öffentlich teile, weil das eben zum Beispiel auch ein Wahlgeheimnis ist, wenn man jemanden wählt. Drum sage ich das auch nicht. Schreibt Schofield nochmal, magst du Fortnite? Nein, ich hasse Fortnite, darum habe ich es auch schon 4-mal im Livestream gespielt. LazyCat schreibt, wie kamst du auf die Idee, YouTube zu machen? Auf die Idee, YouTube zu machen, kam ich durch Mafuyu X, beziehungsweise ich glaube, jetzt heißt er ja Mafuyu, und
und einem Radiosender, also durch Ö3, da ich einfach mir gedacht habe, dieses Moderieren ist einfach richtig geil, es macht Spaß. Und ja, das habe ich dann sozusagen selber auf dem Computer aufgenommen und das dann so zusammengeschnitten, aber eben nur mit Ton. Und durch mein For You habe ich mir gedacht, ich könnte das hier kombinieren, dieses Moderieren und Filmen, wie eben auf For You, habe ich mir gedacht, kann ich doch mal selber YouTube machen. Und wie ihr seht, heute sitze ich mit einer Canon EOS 200D und einem fetten Mikrofon hier vor euch, vor 334 Leuten und beantworte eure Fragen. Ja, es ist auf jeden Fall sehr krass. Scofield schreibt nochmal, magst du Fritz das Phantom? Ich muss sagen, ich kenne Fritz das Phantom nicht. Tschüss, Gott. Was sind Sie? Wie kommen Sie herein? Ich kommentiere das nicht mehr. Sie wollen offenbar immer wieder Geschichten von vor über 20 Jahren. Auf jeden Fall, Fritzes Phantom ist anscheinend von ORF 1 eine Parodie mit HC Strache sozusagen als Voice. Das finde ich auf jeden Fall ganz lustig so, aber ja. Ich fordere allerdings Weltherrschaft in Österreich. Ja, okay, es ist geil gemacht auf jeden Fall. Fucking Eagles schreibt, findest du es nicht crazy, dass fremde Leute dein Video schauen? Du kennst mich ja zum Beispiel nicht, also alter Ort etc. Du hast schon recht, es ist wirklich manchmal ein bisschen komisch, dass ich hier einfach vor 333 Leuten, die ich teils nicht kenne. Ich kenne vielleicht 10 Leute, die halt aus meiner Klasse sind oder sonst irgendwas. Die kenne ich halt, aber sonst kenne ich 300 Leute, sage ich mal, die kenne ich einfach nicht. Und das ist schon gewaltig viel. 300 Leute, stellt euch das vor, Leute. Und ja, das ist auf jeden Fall ein bisschen crazy. Darum hoffe ich halt, dass in meiner Community nicht so Stalker-Leute sind und sowas. Ich glaube aber auch so, dass ihr eher so gechillt seid. Wallet Makamel schreibt, du bist cool. Vielen Dank dafür auf jeden Fall. Nice to Sweet You 12 schreibt nochmal, was sagst du dazu, dass ich eine Wiederwahl in der Klassensprecherdebatte will? Ja, lieber Erik, ich bin Klassensprecher. Und ja, und es gibt keine Wiederwahl, sonst wirst du aus der Klasse geschmissen. Leute, das war's auf jeden Fall von dem kleinen Q&A. Ich habe jetzt nicht so lange gewartet auf Fragen und ich habe es auch gar nicht auf Instagram gefragt. Jetzt sind ein wenig weniger Fragen, aber ich bin eh schon wieder bei 17 Minuten in der Rohdatei. Drum finde ich, passt das schon. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Scofield fragt, kann ich das Video beenden?